Jawohl, und mein Militär sieht schon richtig gut aus. Ja, wir brauchen Steine. Wir haben nicht viel Steine. Und wenn ich mal wieder Steine brauche, hätte ich sie ganz gerne hier. Die Steine. Oh, hier ist noch mehr Stein. Und Turmalin. Und sowieso alles andere. Auch gut. Ja, mein Militär ist alles über 10 schon mal. Oder 10 oder höher. Sind wir hier unten jetzt dann fertig? Ja, bis auf den Goldklumpen hier sind wir fertig. Kann ich dich einfach dazu zwingen, ihn auszugraben? Ja, kann ich. Aber wenn ich es nicht gerne tue. Und da ich wieder zu viel Gold habe, was bei Zwergen etwas komisch klingt. So, da ist noch einmal Turmalin. Grab das bitte aus. Da ist noch mehr Turmalin. Ich bin gierig. Ich bin ein Zwerg. Und ja, ich lasse den jetzt ein bisschen Zwangsarbeit machen. Aber ich passe auch darauf auf, dass er mir nicht da unten verhungert. Das ist nämlich wahrscheinlich auch nur ein 4x4, 2x2 Cluster Turmalin. Nein, dahinter ist noch Eisen. Und wenn ich mit meiner Gier jetzt nicht gleich aufhöre, grabe ich in diesen Raum rein. Okay, da ist nur ein Eisenfeld. Wehe dir. Nein, ich höre jetzt auf. So. Geh schlafen. Und du kommst hier hin und jetzt haben wir viel effektivere Forschung. 16 und du müsstest 9 machen. Ja, 50% effektivere Forschung. Effektivere Forschung. So, nochmal Turmalin und hier ist nochmal Gold. Da ist Eisen, da ist auch übrigens noch Gold. Oh. Und da drunter ist ein Raum. Nee, nee, nee. Ich will erstmal in den Raum hier reingraben. Bevor irgendwas anderes abgeht hier. Schwertausbildung, ne, erst bessere Betten und dann die Schwertausbildung. Und dann können wir uns in Richtung Plattenrüstung aufmachen. So, das war ein kleiner Goldcluster. Und das hier ist mal wieder ein sehr schöner Raum. So, die Goblins hier haben jetzt keine Chance. Nein. Haben sie nicht. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an den Raum da drüber ran? Ja,
Einfach so. Ja, einfach so. So, hier ist alles weg. Jetzt kann ich hier die Ecke wegbuddeln. Und hier den Stein freisetzen noch. Und wieder zwei Forschungspunkte für weichere Betten. So, das heißt jetzt als nächstes zwei Forschungspunkte für die Militärspezialisierung, also für die Nahkampfspezialisierung. Das wollte ich nicht, das hier wollte ich, also Schwertausbildung. Erhöht ihr von all euren Kriegern zugefügten Schaden. Alle eure Fernkampfzerge werden bessere Schützen. Alle Soldaten steigen schneller auf. Und Heroismus. Eure Zwerge fügen Bossgegnern zusätzlichen Schaden zu. Das brauchen wir erst viel, viel später. Am verzweigtesten ist es immer noch hier. Gelddruckerei ist eine sehr nette Forschung. Aber an die können wir auch nur viel, viel später denken. In unsere Forschungs... Wenn unser Prinz hoch genug im Forschungslevel ist. Und wir mal ordentliche Festungen haben mit Hemford-Level. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das höchste Hemford-Level war. Ob 3 das höchste Level ist, könnte ich mir gut vorstellen. Das erhöht, glaube ich, noch einmal die... Zwergenstufe auf 25 oder auf 24. Wir haben den Gnomen den Tisch geklaut. Oh, aber hier über den Gnomen ist etwas Gold. Das Silber da lassen wir mal da. Und den Gnomen alles andere auch. Und ich merke gerade, dass ich über meiner Zeit schon lang drüber bin. Okay, machen wir noch die Dreiviertelstunde voll. So, dich machen wir noch zu einem Bergarbeiter. Jetzt haben wir nämlich definitiv mehr als genug Nahrung. Wir haben eigentlich von allem mittlerweile genug. Außer Forschungspunkten natürlich. Das würde eigentlich fast schon nach noch einem Forscher schreien. Problem ist Platzmangel im Forschungslabor. Außer ich baue den Tisch so hin, dass er von hier aus forschen kann. Aber die zwei Forscher mit guten Tischen dürften effektiver sein. Vor allem, wenn er hier dann mal so ein hohes Level erreicht hat wie er hier. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte kriegt er immer. Jetzt hat er 4, 5. Also immer wirklich 10. Nein, 9 waren es diesmal nur. Ich könnte auch so auf 9,5 tippen. Okay, jetzt haben wir beide Obsidian-Trainingspuppen verloren. Wir könnten jetzt welche aus Eisen nachbauen. Aber ich denke mal, mein Militär ist jetzt mittlerweile so stark. Das sieht lustig aus, als ob der eine Level 50 hätte. Dabei, ja. So. Das Gold. Hier noch bitte.
Ja, da kommen eigentlich gleich alle drei angelaufen. So, und dann muss ich mal von hier aus gucken, wo ich weiter hingrabe. Ach so, ja, ich fall hier ja gleich rein. Ich glaube, damit hat sich die Frage dann erledigt. Ah, die Leiter hat mich jetzt gerade gerettet. So, dich sag ich schon mal ein. Und dich dann auch gleich, wenn du runterfällst. So, komm. So. Und dann lasse ich mal die Goblins raus. Das sind diesmal übrigens Goblins mit Püsterichen. Wo willst du denn bitte hin? Du willst jetzt nicht ernsthaft bei den Goblins unten irgendwo schlafen? Der will sich in ein Goblin-Bett reinlegen. Ich glaube, der hat sie nicht alle. So wie mein Fernkampfzwerg gerade durch die Wand durchschießt. Na, lassen wir ihn, wer Spaß dran hat. Ja. Forschungstisch und Forschungspunkt. Tun. Goblin Better und wir sind auf dem Maximum an Gold. Gut, das heißt, es geht jetzt hauptsächlich darum, tiefer zu graben. Haben wir noch irgendwelche Räume, die weiter oben sind? Ja, eigentlich nur noch der hier. Gut, zudem graben wir jetzt auch noch schnell durch und gucken, was da drin ist. Und ich würde sagen, dann gibt es einen Cut. Jo, nochmal zwei Goblins mit Nahrung. Und einen Forschungspunkt. Ah ja, die Militärfeuerspezialisierung, die können wir schon mal freischalten. Da sehen wir, ein Schildträger kostet Obsidian. Nee, Titan. Ja. Und 10 Titan kosten 500 Gold. Zum Glück ist da unten ja ein Titanvorkommen, das wir nachher ankratzen können. Aber gut. Ich mache jetzt mal einen Cut. Das heißt, ich tue das Spiel zurück zur Welt. Ich möchte dir vor verlassen, das Spiel noch speichern. Ja, möchte ich. Wir haben schon mal ein bisschen Einfluss bekommen. Man sieht, es ist nicht viel gewesen, was jetzt wir den was der Einflussbalken gestiegen ist. Also langsam kommen wir in die Phase, wo die Punkte langsamer kommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Aufnahmesession mit der Magierfestung weiter. Mit der Magierbasis. Viel andere Auswahl haben wir ja nicht. Also, bis dann.